Hey ho, Ladies und Gentlemen, guckt mal unten bitte kurz auf die Zeitleiste. Ja, ihr habt recht, ihr seht richtig, es ist eine halbe fucking Stunde Tomb Raider. Was sich irgendwie gerade komisch hört an, oder komisch anhört zu sagen, weil ich gerade erst bei Minute 1 bin beim Aufnehmen, aber für euch ist es eine halbe Stunde. Ich habe ja vor einem, also ich glaube schon allein dafür, ja, kann man da ein Like reindrücken, oder? Das dauert nur 2 Sekunden und ich freue mich über jedes Like, das ich kriege, freue ich mir einen Keks. Und ich sitze hier gerade wieder ohne Hose da. Ein bisschen Freiluft hier. Und ja, wir spielen Tomb Raider. Hoffe mal wieder, euch gefällt's. Denn ich habe ja auch in Bioshock Infinite, was übrigens übelst geil ist, würde ich definitiv vorbeischauen, wenn ihr da noch nicht wart. Also unten drunter. Habe ich ja gefragt, ob ihr Stunden- oder halbe Stunden-Parts mögt. Und da habt ihr gesagt, ja, eine Stunde ist gut, eine halbe Stunde ist eigentlich noch viel besser, weil eine Stunde ziemlich lang ist, das schaut man sich nicht am Stück an. Das ist besser, macht irgendwie eine halbe Stunde oder 15 Minuten Videos oder 20 Minuten Videos. Und ja, deswegen haben wir jetzt hier eine halbe fucking Stunde. Oh Gott, mich graust schon vom Rendern und Uploaden, ich sag's euch. Haben wir irgendwas zum... nee, wahrscheinlich nur da hoch. So, also freut euch auf eine halbe Stunde Epicness, eine halbe Stunde Schießen, eine halbe Stunde Klettern, eine halbe Stunde einfach nur Spaß haben mit mir. Und ja. Schauen wir mal weiter. Oh mein Gott. Das machst du gut. Oh mein Gott, Hilfe. Okay, jetzt dürfen wir hier wahrscheinlich einmal auf... Lara. Einmal komplett unter der Brücke durchklettern. Nein, haben sie nicht. Ja, sicher komme ich direkt zu euch, weil ich so dumm bin. Was ich mich noch immer frage, ist, wie der Vater Matthias da so weit rennen konnte, weil der eigentlich seinen Fuß gebrochen hatte. Als Sam sie ihn gefunden hat. Oh. Holy shit. Na klar, passt alles. Ich bin getroffen. Ah, ja, Pech gehabt. Komm davon, wenn du auf der Brücke stehst. Oh mein Gott. Achso, ich sollte vielleicht nicht moven, hat er gesagt, aber ich dachte, das war nur so atmosphärisch gesagt. Aber vielleicht sollte ich ja Roth zuhören. Scharfschütze, ah! Ich bin getroffen. Nicht bewegen, sie sehen dich, warte. Ich bin in Deckung. Jetzt los. Bam! Boah, Teamwork vom Feinsten. Boah, wie er sie wegpound. Bam! Oh, oh mein Gott. Boah. Das war extrem. Na klar, bin ich tot. Ja, ich renne ja schon. Ah, Hilfe. Au, 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 au. Lass mich in Pieces. Oh Gott. Ah, Hilfe. Und zack und bam. Alter, Action pur. Fand schon mal geil an die Folge, oder? Ja klar, wir müssen Sam retten. Versprochen. Schon wieder Totenköpfe. Wie viele Menschen sind hier bitte gestorben? Unglaublich. Ja, geh dann halt. Mache nie Versprechen, die du nicht halten kannst. Alter, wie oft solche Sequenzen kommen. Ich weiß nicht, dient es vielleicht irgendwie als Ladebildschirm oder sowas? Ich weiß gar nicht. Könnte fast sein, was gerade gelaggt hat. So, aber wo sind wir denn hier? In einer Höhle. Schaut fast so aus. Das Wasser war bestimmt wieder sehr appetitlich. Oh Gott, schon wieder Kerzen, Rituale. Das kann Katakomben irgendwas. Das kann ja gar nicht gut ausgehen. Wahrscheinlich kommen da gleich Wölfe oder so. Kaverneneingang.
Niemand bleibt zurück. Retten Sie die Gefangenen-Crew der Endurance. Muss ich hier links oder rechts? Links oder rechts? Ich geh mal links. Da geht's wahrscheinlich nicht viel weiter, oder? Doch, da war irgendwas. Wahrscheinlich Geocaching oder so. Du sollst nicht den Fels schlagen. Ja, da aufheben. Was war das? Keine Ahnung. Irgendwas. Aber 20 EP umsonst nehme ich immer gerne. So. Bogen rausholen. Sehr gute Idee. Nein. I know you want your freedom. I know you want to escape this place. But to do so, we must release our queen. Like us, she is a prisoner. If we can free her, we free ourselves. Nein, nicht Sam. This girl, she carries the blood of this land. She could be the key. The ritual of flames will show us the truth. Das lässt sie nicht zu. You are the first and the last. Speak to us now. Bam. Mach sie fertig, Lara. Oh. This is for Vladimir, outsider. Dimitri, Nikolai. Bring her to me. Oh Gott, warum ist sie nicht mit Waffen da reingegangen? Die sind alle mit dem Rücken zu ihr gestanden. Einfach mal bam, 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 alle tot. Oh Mann, Alter. Was sie ja die Arme da durchmacht. Every creature in nature will turn and fight when its very survival is at stake. So don't think I don't understand you. I've just been doing this a lot longer. Ready yourself, brothers! Our queen is about to speak! Speak to us, Inigo! Speak to us through the flame! I'm so sorry. Just look at me. Look at me, okay? Und jetzt kommt. Was? Kommt jetzt? Sie durfte nicht einfach sterben, das konnte nicht passieren. She's the one. Hä, was? Soon, my brothers, we will be reborn. Hä? Der Fug? Magische Kräfte freizeichen? Your fight is over, creature. Aha. Boah, bam! Na klar, hab ich das überlebt. Da würde ich nie im Leben runtergehen. Let's get down there. Come on. Okay. Warum hast du die anderen beiden nicht auch einfach nur noch fertig gemacht? So, die kommen jetzt da runter, oder? Geothermale Kavernen. Die haben gesagt, sie kommen hier runter, das heißt, sie werden jetzt hier gleich irgendwo sein. Ah, hier Pfeile. Sehr gut, vier Pfeile. Ja, weg da. Aha, da müssen wir wieder zu Dings wechseln. Flammpack. Ich bin ein Genius, oder? Ah, nicht cool. Was war's? Eins. Eins war's, genau. Achso, da muss ich nochmal. Hä? Muss ich jetzt nochmal reinschießen? Ah, so.
Was? Hä? Muss ich vielleicht schnell sein? Ja, ich muss so schnell sein. Okay, dann macht das Ganze natürlich viel mehr Sinn. Gut, dass wir vier Pfeile hatten, nicht nur eins. Ein bisschen Bergungsgut mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Tralala. Wie viel haben wir eigentlich? 300? Ne, zahlt sich glaube ich nicht aus, oder? Fähigkeiten haben wir nicht. Nein. Wir haben die anderen Waffen eh nicht. Oh Gott, das heißt, wir müssen alle Waffen noch neu aufheben, oder was? Hier war irgendwas. Könnt ihr pausieren? Lese ich nicht durch, wie immer. Wechseln wir wieder zu normalen Pfeilen, damit wir nicht so laut sind. So, und auf Sam retten. Nachdem sie nicht abgefackelt wurde, Gott sei Dank. Dieser Ort ist irgendwie nicht sehr einladend, so wie alles andere auf dieser Insel. Was? Tafuk? Was ist das für ein kranker Scheiß hier? Kannibalen oder was? Auf der Insel gibt's ja alles. Irgendwelche Samurais, Geiste, Götter, Kannibalen, was weiß ich. Alles Mögliche. Will ich da wirklich? Wo muss ich hin? Bitte sag mir nicht, dass ich da durch muss. War das richtig, was ich gemacht habe? Ist der da? Ist der da? Der ist einfach verschwunden. Ja, sicher. Oh Gott. Pfeile wären nicht schlecht. Ich bin immer bereit, irgendwas zu drücken. Das riech ich so gut, oder was? Alter, wie krank ist der Ort hier, bitte? Pfeile. Vielen Dank. Oh mein Gott. Oh. Bam. Nichts wie durch. Ich will weg von diesem Ort. Hoffentlich rennen die mir nicht nach. Oh mein Gott. Let's just leave it for the next shift. Hey, don't take too long down there. Wanna finish this game? Yeah. What if the unholy ones figure out how to ignite that shit? Shit. All right. Look, I'll go check it out. You can stay here. Thanks, brother. Der geht da unten hin, das finde ich sehr sozial. Das Ding hier können wir einfach abknallen. Dann knallen wir den da auch noch schnell ab. Zack, easy going. Phew, da haben wir schon mal genug Pfeile und Bergungsgut für einen großen Kampf. Also manchmal muss man echt warten. Da hinten war irgendwas. Ja, hier können wir das da mitnehmen. Hier können wir das da mitnehmen. Hier können wir das da mitnehmen. Ist ja voll geil hier unten. So. Hier oben war auch noch irgendwo ein Typ. Wo sind wie viele Typen? Oh. God damn it, not again. I got it. Zack. Zack. Okay, gut. Also das Dokument brauchen wir nicht.
Huiu. Mal den wieder untersuchen hier. Den da auch. Das hier bringt uns nichts. Wir könnten das dann mal mit Gas abschießen. Was auch immer das bringen soll. Gar nichts, okay. Man kann es ja mal probieren. Hier ist Bergungsgut. Dann können wir hier hoch. Ah, da können wir hoch, glaube ich. Kommen wir da hoch? Nein, hier geht's hoch. Oh, vielleicht vorsichtig sein. Katakomben. Drehen wir mal das hier auf. Dann macht es einfach hier so frei. Bringt uns das was, ist die Frage. Ja, das hat uns durchaus was gebracht. Ah, okay, und das können wir da hoch. Perfekt. Hier vielleicht irgendwas, Fähigkeitspunkt. Nein, nix. Können wir noch immer nichts upgraden. Schade. Aber hier hinten war, glaube ich, Bergungsgut oder so. Hier ist was zum Untersuchen. Okay. Nicht schlecht. Und hier haben wir noch Bergungsgut. Und weiter geht's. Jetzt können wir da unten auf die Box und wahrscheinlich hier einfach oben drüber klettern. Wenn es gut läuft, hoffentlich. Ja. Chillt. Ich habe den Durchblick, ja. Raffi klärt die Situation. Nein. So viel dazu. Du sollst dann nach oben, Lara, nicht zur Seite springen. Nach oben, danke. Und BAM! Hoho! Der war nice. Muss ich schon sagen. Hier sind noch Pflanzen, warum auch immer die hier unten wachsen. Wachsen. Learn to drum mit Raffi, bitte, danke. So, ich sollte aufhören, Selbstgespräche zu führen. Aber es schaut schon fast so aus, als ob wir wieder oben sind. Oder halt weiter oben. Und dann irgendwann hoffentlich auch bei Sam wieder. Irgendwie ist das ganze Spiel nur eine Suche nach Sam. Ist das Sam? Dann kann ich da irgendwo lang gehen. Hier. Ah, hier sehe ich was. Kann ich die abknallen vielleicht? Kann ich die abschießen oder? Oh. Ich schätze mal, das war eher schlecht. Holy shit. Puh. Da habe ich ein paar Leuten einen Headshot verpasst, viel oder so. Und dann war es das auch schon wieder. Soll ich da bitte vorbeikommen? Dem habe ich eindeutig einen Headshot verpasst, den einen Typen. So. Kann ich da einfach vorbeischleichen dann wahrscheinlich? Ah, das könnte sein. Wenn ich warte, bis sich die ducken. So, jetzt pass mal auf. Ja, jetzt duck dich bitte. Da hinten ist eh nichts, oder? Nee. Ja, duck dich bitte. Dann, warten. Ah, Hilfe! Alles gut oder nicht gut? Ah, Hilfe! War ein Dynamit. Oder ich hätte es gleich so machen sollen. Hm. Naja, aber ja, wie auch immer, jetzt ist es
Jedenfalls soweit. Weiter, wie viel Bergungsgut? Pflanzen. Oh, da vorbei. Hier noch. Haben wir hier hinten irgendwas? Müssen wir da hin? Ah, hier hinten ist aber noch was. Vielleicht ein Grab? Nee. Einfach nur was zum Untersuchen. Überall Hochzeitsfächer. Und Fächer im Überfluss. Oh, da ist fast wieder 600 Bergungsgut, was geht? Not bad. So, dann einmal hier hoch. Hier können wir was machen. Erstmal hier aufdrehen vielleicht. Na, dann kommt hier Gas raus. Was passiert, wenn wir das hier machen? Dann können wir das... Okay. Ist das was? Nee. Ah, das da vielleicht. Ah! Mir war nicht bewusst, wie groß die Explosion da ist. Von den Viechern. Oder nicht von den Viechern, aber von denen. Oh mein Gott, das ist wie geil sind die Luft. Heilige Scheiße. Schneller, renn! Alter. Oh Gott, oh Gott. Das erinnert mich am Anfang vom Spiel. Oh, lag. Oh, fuck. Au, 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 au. Alter. Puh. Keep it up, you son of a bitch. When I get out of here, I'm gonna shove one of those arrows right up your ass. This one's got a temper. Hey, don't rile them up. So, wo sind überall Typen? Da hinten ist einer. Sollte ich vielleicht mal die Brennpfeile ausschalten? Sind da hinten zwei oder nur einer? Was? Oh Gott. Das war ein schlechter Schuss. Bam. Mann, warum haben die mich gesehen? Bullshit. Ja, ja, Lara rettet den Tag. Badass, Lara. Yeah. How the hell did you get in here? I had some help. Gramp? Yes. He didn't make it. Shit. Ja, so ein alter, netter Typ. He went out swinging. Gave me a chance to get to you. Look, there's a rescue helicopter on its way. I know they're keeping Sam separately. Have you seen Whitman? Guess he didn't make it to the guest rooms. Mr. Showbiz probably weaseled an upgrade. We'll find him. And Sam too. Ich glaube, der arbeitet fast mit denen zusammen oder so. Der Kameramann. I'll find a way to get you out. Der hat ja auch die Lara irgendwie verraten oder so. Oder die Waffe ja gegeben, besser gesagt. Ja, hier einfach mal aufdrehen. Und dann hier mal bam. Und das irgendwas. Jo, schaut fast so aus. Okay, und jetzt. This place is becoming unstable. The floor is starting to buckle. Don't worry about it, Lara. Just get us out of here. You're doing great. Ja, und jetzt? Einfach hier hoch, schätze ich mal, oder? Ah, okay. Ich schätze mal hier einfach so. Und dann... Dann vielleicht so und so. Aha, genial. Alter. Oh mein Gott, Hilfe. Ist das gerade... Alter, wie krank. Hier hoch vielleicht. Ah, okay, perfekt. So, was... Oh mein Gott. Was müssen wir jetzt... Ah, oh mein Gott.
Was muss ich machen? Kann ich darüber springen? Das schaut ziemlich weit aus. Ah, hier hin. Dann machen wir einfach mal hier auf. Ja, ja, chill. Und dann so, schätze ich mal. Und dann, zack. Ja. Oder? Nicht? Hier vielleicht noch. Ja, das heißt... Kann ich die hier abschießen irgendwie? Beide gleichzeitig vielleicht irgendwie? Hä? Ah, jetzt ging's auf einmal. Puh. No problemo. Okay, then go. I'm going in to get Sam and Whitman. Oh Gott. Wollen wir wirklich noch Sam und Whitman retten? Ah, Hilfe. Also Sam schon, aber Whitman, ich weiß nicht. Der ist ein bisschen unsympathisch, der Typ. Puh, geschafft. Ja, ich das Punkt. Oh mein Gott. Och, pff. Finden Sie Sam. Ja, auf geht's. Oh, da wird hier gerade alles auseinanderfliegt. Ich höre schon irgendwelche Gebetsgeräusche, das heißt... Das mal, wir sind ziemlich nah dran. Da. Aha. Oh mein Gott. Okay. Ich dachte schon. Sollte nämlich nicht vielleicht mit Brennpfeilen um mich schießen, wenn hier schon alles brennt. Die Decke stößt ein. Und. Hopp. Feuer, muss mir immer meine ganze Arbeit abnehmen. Mach ich ja gar keine Kills mehr. Oh, puh. Hilfe. Irgendwas zum Aufheben. Au, okay, nee, da bin ich nicht hin. Hier, nee. Ah, da raus. Achso, da. Warte. Feuer, wie gerade alles in die Luft fliegt. Wer baut bitte eine Festung? Auf. Oh mein Gott. Auf sowas und Instabiles. Ah, hier nach links, glaube ich. Zack. Ja. Im Schrein. Ja. Der ist, glaube ich, tot. Oh Gott. Wie sich alles so schnell zum Schlechten wenden kann. Ich glaube... Denen ist ziemlich egal, dass wir jetzt hier gerade durchlaufen. Das heißt nichts wie raus hier. No one leaves. Aha. Dafu? No one leaves. That's what I heard in Japanese before the plane crashed. The ritual from Himiko's tomb. Why is Matthias so interested in it? Das wüsste ich auch gerne. Aber ich hatte mir versucht, eine größere Macht zu beschwören oder sowas. Und jetzt? Wahrscheinlich hier einmal rüber. Ah, genau. Und hier springen. Wahrscheinlich dann hier raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Hilfe. Darf ich die Typen auch noch besiegen hier, während wir hier über das ganze Teil hier parkouren? Meine Güte. Wohin? Ah, darüber. Zack. Nachgreifen. Da hoch. Okay. Schaut relativ gut aus. Bitte einmal plündern, wenn ich darf.
Ja, geht. Habe ich geschafft. Auch wenn ich mir dabei meine Haare fast abgebrannt hätte. So. Was haben wir denn hier drin? Woodman. Laura, you're alive. So are you. Warum war der nicht gefesselt? Once they stopped seeing me as a threat, they let me move about almost freely. Did you know the others were? Ja, ja, ja. Sam's in there, but I couldn't free her without a weapon. These Solari are an anthropological marvel, Laura. They're insane murderers, Dr. Whitman. We need to get our people out of here. Of course. I'll keep a lookout here. You call me. Der Typ ist mir gar nicht koscher hier. Also, was der im Schilde führt, keine Ahnung. Eigentlich. Aber ich würde ihm definitiv nicht trauen. I don't think you understand. You have been chosen, Samantha. This is a great honor for you. For all of us. Some were beginning to doubt we'd ever find you. But here you are. Please. I know you think I'm something special. But I'm not. I don't want to be chosen. This is not about what you want. It's about what you are. Himiko's blood runs in your veins. Uh-huh. I think you know this, Samantha. You're insane, Matthias. Why are you doing this? You're searching for logic and reason where there is none. I made the same mistake once. Back when I thought ships could reach us and planes wouldn't fall from the sky. I just want to go home. So do I, girl. I've waited years for this moment. I've given my life. Don't you think I've tried to get away from here? From this place? We're all trapped here. But you, Samantha, you have the power to release us. Many have given up their souls willingly for this gift. The fires are getting worse. The other girls vanished. This must be ended. Dimitri! Guard her with your life. Ja, da müssen wir den Dimitri anscheinend töten. Oh my god, you're here. Sam, wir haben sie gerettet. It's okay. It's okay. It's gonna be okay. My weapons. How are we ever going to get out of here? We need to leave before he comes back. Wie der Typ 4 Waffen mit sich rumgetragen hat, mindestens. Whitman! Whitman! Where the hell is he? So ein Lappen. Run, Laura, run! Get down! Back! Run! Back into the throne room! Alter. Oh Gott, die Folge wird ja noch länger als erwartet. Oh mein Gott. Ja, dann machen wir das hier noch fertig. Kopfschusskiller. Oh mein Gott. Oh, da ist auch noch eine. Jetzt nicht mehr. Was für Waffen haben wir denn überhaupt? Wir haben unseren Bogen. Hier nehmen wir mal ein Maschinengewehr. Oh Gott. Wat. Fuck. Und. Wow. Wow. Zack. Ach, da ist noch einer. Ist auch tot. Oh mein Gott, wer wirft denn noch? Ah, da hinten ist noch einer. So. Oh Gott. The chosen one has escaped. Get out there and find her. Wow. Ich mag euch nicht. Lass mich in Ruhe. Der eine ist tot. Der andere auch. Entfliehen sie in dem Inferno. Yes, Schrotflintenteil. Wohin? Dahin. Ah, kann ich den noch untersuchen? Ja. Da muss ich raus. Puh, da nichts wie raus hier.
Oh Gott. Alter. So much Zeug. Easy going, aber würde ich mal sagen. Ich muss sie einfach wegpunen. Oh mein Gott. Oh, nicht so ein Schildtyp. Ja, komm her. Und zack. Zack. Und tot ist er. Nehmen wir mal alles auf, was wir aufnehmen können. Und weiter geht's. Alter, schon 1000 Bergungsgut. Verarsch mich. So, aber puh. Ich würde sagen, ich lasse euch hier mit dem Cliffhanger. 36 Minuten. Ziemlich geile Folge. Action. Turbulente Folge. Hoffe, euch hat's gefallen. Lasst bitte ein Like da für die epischen Render-Zeiten und Upload-Zeiten. Und ansonsten hoffe, euch hat's gefallen. Nächste Folge machen wir dann hier weiter. Retten dann endlich mal Sam. Und ja. Bis dahin würde ich sagen, vielen Dank, dass du bis hierher geschaut hast. Geschaut hast. Wenn du wirklich bis hierher geschaut hast, dann schreib einfach mal blub in die Kommentare, damit ich weiß, wie viele Leute sich die komplette Folge angeschaut haben. Und ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Reingehauen, tschaußen und schönen Tag noch. Tschüss.